Hier spricht Ustra und wir sind zurück. Wir sind dabei, wir sind hier beim Finale von Harvest Moon Back to Nature. Nicht falsch verstehen, ich mag das Spiel. Aber gleichzeitig ist es unsere zweite Staffel von dem Dreck. Also, hör auf rumzuheulen, wenn jetzt mal auch was zu Ende ist. Ich freue mich darüber, dass es vorbei ist. Ich freue mich auch darüber, dass wir es wieder angefangen haben. Also, es ist alles ein bisschen schwierig, wenn ich darüber erzähle. Ihr wisst, zweite Staffel Harvest Moon, ich mache heute ein bisschen Recap, war ja auch eigentlich nur als Witz gedacht. Und das haben wir mal zu Ostern zwei Folgen gemacht. Das ist normal, jetzt ist normal, ja. Ja. Stimmen im Kopf haben ist normal, auf jeden Fall. So, das ist die Wichtel. Ihr wisst, jetzt sind die mal laut hier heute, die Wichtel. Ihr wisst ja, wie das ist. Ihr macht mal einen Witz, haha. Und dann denken die Leute das ernst. Und auf einmal sitzt ihr hier, 7 Monate später, ja, und spielt auch noch Harvest Moon. Ich habe mir überlegt, für das nächste Farmprojekt, falls wir eins machen, ich glaube, ich werde das zweimal die Woche machen. Also wenn ich auf Deutsch bleiben sollte, dann werde ich es zweimal die Woche machen. Wenn ich nicht auf Deutsch bleiben sollte, das entscheidet sich so ein bisschen heute und das entscheidet sich so ein bisschen über das Restwochenende, ob wir Deutsch oder Englisch machen. Wobei, ich habe kein Problem mit Englisch. Ich will es auch eigentlich... Ich meine, es ist so schwierig, weil es kommen viele Spiele raus und es sind viele Spiele rausgekommen, wo ich denke, ah, die würde ich gerne machen, aber ah, die sind auf Englisch. Und, ah, dann gibt es wieder noch Streitigkeiten und ich muss 100 Millionen Sachen doppelt lesen und erklären und so. Und das ist auch ein bisschen blöd, weil jetzt gerade zu Halloween sind ein paar Spiele rausgekommen, die ich extremst interessant finde. Ich habe heute eins gesehen, was ich unglaublich gerne spielen würde. Das ist ein richtiger janky Horror-Shit-Jumpscare, keine Ahnung was, aber gut gemacht. Und was noch rausgekommen ist, komischerweise nicht für meine Switch, ist Cops Party. Da ist, ich weiß nicht, wie der Titel heißt. Irgendwas mit Drive und eventuell irgendwas mit Dead. Dead Drive oder sowas. Blood Drive, dankeschön, Zayo. Ist rausgekommen, sieht super gut aus. So sieht super gut aus für ein Corpse Party Game. Ist ein Remake für Switch und PC. Wie gesagt, für meine Switch ist es nicht rausgekommen, weil... Und die hätte ich auch gerne gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Die würde ich gerne spielen. So, Horror ist ja auch okay. Horror spricht ja auch viele Sprachen. Aber vor allen Dingen, leider sind die Texte auf Englisch und der Voice Acting Corpse Party gewohnt auf Japanisch. Aber es wäre doch was, oder? Was meint ihr? Unser Grasscreeper sieht gut aus. Ist gepflegt untenrum. So, machen wir mal eben Mario. Und dann gehen wir Pferderennen machen. Da brauche ich dann Sarius Hilfe gleich. Ich weiß ja nicht, wie wir es beim Pferderennen machen. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir beim Pferderennen wetten. Beziehungsweise ihr könnt wetten, aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Deswegen, das müssen wir uns gleich direkt angucken. Ob wir nur eine A-B-Wette machen mit gewinne ich oder gewinne ich nicht, dann ist es wahrscheinlich relativ einfach, weil ich glaube, man kann eh nicht gewinnen. Oder wir machen eine... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, die zweite Idee, die wir da hätten. Oder wir wetten wirklich, welches Pferd gewinnt. Das wäre ziemlich krass dann, aber weil es einfach 20 verschiedene Pferde gibt. Das muss ja auch nicht sein. Ich denke mal, es gibt nur eine A- und B-Wette. Und bei dem anderen, falls wir dann mehrere Runden machen, es gibt ja mehrere Runden beim Pferderennen, an denen wir nicht teilnehmen, dann machen wir das direkt über den Chat. Ihr schreibt einfach den Teilnehmer rein, wo ihr denkt, der gewinnt. So machen wir es, perfekt. Und wenn der gewinnt, ich meine, ihr könnt ja Glück haben, dann kriegt ihr einfach Wüstlinge und ihr verliert gar nichts. Das heißt, eure Wüstlinge werden einfach noch mehr. Ob ihr die dann haben möchtet oder nicht, ist dann so eine Sache. Ihr könnt damit ganz viele tolle Sachen machen. Sayo kann, glaube ich, mal Infotaler reinschreiben. Dann findet ihr so ein bisschen was raus, was man damit machen kann. Echt? Es gibt Spiele, die man nur mit amerikanischen... Gut, mit japanischen wusste ich, dass das japanische und die westliche... Ich würde es nicht stören. Ja, mich würde es auch nicht stören. Es ist halt so, es live and learn. I can speak English very okay, but it's a difference to be okay at something or to be
Peter. You see? Ja, also, es ist okay, mein Englisch ist in Ordnung und ich kann mich verständigen und unterhalten. Jetzt, das gerade nicht. Das gerade müssen wir ausklammern, das war witzig, okay. Ist klar. Aber ich würde auch auf Englisch. Ich würde auch auf Englisch Rune Factory spielen. Versteht mich nicht falsch. Ich will einfach nur Rune Factory Frontier spielen. Und Rune Factory 4, wenn es rauskommt. Ich kann mich ja von den Farmspielen sowieso nicht lösen. Ihr kennt mich ja sowieso. Ihr kennt mich ja eh. Und vielleicht gucken wir so oder so nachher das Spiel rein. Je nachdem, wie wir heute Lust haben. Ich meine, nochmal das Intro hören. Das können wir machen. Natürlich, wir können. Ach, hier war ich schon. Dann gehe ich jetzt direkt zum Pferderennen. Einfach mal so die ersten paar Sachen machen. Das würde ich dann nochmal machen, wenn ich mich dann entschieden habe. Weiß ich noch nicht. Ist auch ein bisschen blöd mit YouTube dann, weil dann müsste ich theoretisch einen neuen YouTube-Account anlegen. Für den englischen Kram und das nochmal neu mit Twitch verknüpfen, denke ich. Weiß ich noch nicht. Und dann wird der deutsche YouTube-Kanal dann eingestaubt. Ist natürlich blöd, weil jetzt schreiben mich wieder Leute an, weil mein YouTuber, naja, ist auch nicht so gut. Wir haben auch da irgendwie die Hälfte verloren und so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert. Da steht minus 50% bei allem, das ist schon schlecht. Das ist, also ich mache Schlussverkauf, glaube ich, auf Watchtime und so. Und ich mache Das ist ein bisschen komisch und ja, nochmal, leider ein bisschen unverständlich, aber es macht ja nichts. Ich finde es übrigens schade. Da ist jetzt Sprache nur zweitrangig. Es ist wirklich so. Vor allem bei Rune Factory ist es... ich habe die Original DS-Titel nie gespielt. Und ich war irgendwann mal verzweifelt. Denn wir hatten hier Harvest Moon Back to Nature gespielt und Harvest Moon Deine Tierparade. Und damals, als ich das noch auf YouTube gemacht habe, also wo ich noch nicht bei Switch war, das ist halt so ein paar Jahre her, da hat mein Harvest Moon Durchgang wegen 20 Minuten Folgen und so, ihr könnt euch das vorstellen, das ist ein Graus, durch so ein Spiel in 20 Minuten Folgen zu gehen. Ne? Ich meine, diesmal hat es sieben Monate gebraucht, weil ich jetzt ein Jahr und jetzt sind wir so ein bisschen im Frühling, live gemacht habe, ein Jahr Gameplay und einmal die Woche. Aber jetzt stellt euch vor, ihr müsst 20 Minuten Folgen machen. Das habe ich, glaube ich, dreimal die Woche gemacht, die 20 Minuten Folgen. Da habe ich 364 Folgen ungefähr oder mehr und dafür habe ich auch tatsächlich 3 Jahre gebraucht. Also 3 echte Jahre. Und das ist nicht okay gewesen. Aber es war eine tolle Zeit, damals noch mit meiner Ex-Freundin. War okay. Die Übersetzung leidet meist. Warte, stopp. Ich hab das beste Beispiel. Das ist das beste Beispiel für eine schlechte deutsche Übersetzung. Das kommt aus Final Fantasy IX. Bei Final Fantasy IX beten Aiko und Garnett zu Alexander, damit Alexander der Stadt Alexandria hilft vor dem Untergang und beten dafür, dass das Böse verschwindet. Im Deutschen steht das dort. Und die Bedeutung ist minimal anders und hier möchte Alexander definitiv die Menschheit vernichten. Das ist auch okay. Jeder so, wie er es gerne hat. So, wo muss ich hin, um wetten zu können? Nach dir? Hier kannst du einen Wettschein kaufen und Medaillen gegen einen Preis eintauschen. Ist dir nicht aufgefallen? Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Weil ich hab's auch noch auf dem Handy. Ich weiß nicht, ob man das. Ich hab's tatsächlich recherchiert, weil ich dachte, ich hatte vorgelesen. Bei so einem tollen RPG kann man ja mal alles vorlesen. Und ich hab vorgelesen, Heiliger Schutz, Gott unser, das Licht hier erlösche und die Dunkelheit komme. Und ich so, warte, Moment. Beim Vorlesen ist mir aufgefallen. Machen die das wirklich? Beten die gerade zu einem schlimmen Gott und dann hier auf Deutsch steht? Auf Englisch steht das da. Ah! Aber man steht, man kann es lesen. Oh, Holy Guardian, hear our prayers. Darkness overshadows, Darkness overshadows us once again. Oh, Holy Guardian, hear our prayers. Deliver us out of the darkness into light.
Bringe uns aus der Dunkelheit ins Licht. Ist nicht das gleiche wie, mach das Licht weg und die Dunkelheit, komm mal hier hin. Deswegen, das musste ich unbedingt recherchieren. Weil das so merkig würdig war. Oh, wir sind noch gar nicht dran. Das heißt, ihr dürft mitwetten. Der Gewinner kriegt 50 Wüstlinge. Ich will heute mal nicht so sein. Wir sind ja in Feierlaune. Das heißt, ihr dürft jetzt hier einen Namen, der auf dem Bildschirm... Also nicht Richtungstaste. Richtungstaste macht nicht mit. Aber oben. Ja, Stinky, Regen, Cosmos, Chewie, Plato und Heini. Davon dürft ihr einen auswählen. Ihr dürft den Namen reinschreiben. Und wenn dieser Name gewinnt, dann kriegt ihr Kanalpunkte. Und dann könnt ihr so tolle Sachen machen wie... Ich mach schon. Sowas. Ja. Okay, ich selber wette auf... Auf was würde ich denn? Hm? Auf was? Hm? Ach. Ich wette auch mal auf den Chewie, komm. Aber nur 60 Tickets. Und auf den Regent. Das ist nur meine zweite Wahl. Ich hab so viel Geld, das ist sowieso egal. Bist du sicher, dass du keinen Wettschein kaufen möchtest? Alles voller Wettscheine. Kann losgehen. Also gut, dann werde ich das Rennen starten, Bürgermeister. Oh ja, fangen wir an, Bübü. Good luck an alle die mitgemacht haben. Und viel Spaß beim Werderennen. Mal gucken, wer gewinnt. Auf Bahn 1 sehen wir Stinky. Regent auf Bahn 2, Cosmos auf 3, Chewie 4. Plato auf 5, Heini auf 6. Gleich geht's los. Achtung! Dann sind sie weg. Oh, der Rote gewinnt. Ich weiß nicht, wer der Rote ist. Der Rote ist nicht einer von uns. Oh! Oh! Kopf an Kopf! Oh! Keiner von meinen beiden hat gewonnen, nice. Aber gewonnen hat. Die Platzierungen sind wie folgt. Erster Platz ist Cosmos. Oh, Mina. Herzlichen Glückwunsch. At Points geht direkt über den Chat. Theoretisch, wenn du weißt wie. Ich glaube, das habe ich nicht so gut gemacht. Wenn sie Medaillen gegen Preise eintauschen möchte. Ups. Nee, Points at Mina vor allen Dingen. Das wird bestimmt ja, eh nichts. Dann macht das doch direkt über den Store. So, die kriegst du jetzt direkt über den Store, das geht auch. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Du willst einen Wettschein kaufen, nicht wahr? Rakete ist diesmal dabei. Lulu, Chacha, Wunder, Uwu. Und Mario. Ich setz mal auf Mario. Ah. Nur 59 auf Uhu. Wird sich aber 99. Und auf Wunder. 69. Uhu. Ja, ich glaube auch das. Ich meine, wir haben das Geld. Fappelidodup. Fappelidup? Oder nicht? Hinzugefügt wird zusammengeschrieben und Punkte wird mit U geschrieben und nicht mit I. Sayo! Mojo. Lulu, Ovo, Mojo. Wunder wurde auch noch gesagt. Okay, wir gucken mal. Bist du sicher, dass du keine Wettscheine... Ich habe alle Wettscheine gekauft, die ich konnte. Ich habe alle gekauft. Ich hab einfach... Rakete? Oh. Oh. Die Rakete also, ne? Die wird bestimmt gewinnen. Ich meine, das ist... Ich finde das Pferderennen okay. Als Event hier bei Harvest Moon Back to Nature. Die Events auch bei, ich finde die Events hier sehr schwach. Bei deiner Tierparade waren die sehr witzig. Deswegen nochmal, da waren wir gerade stehen geblieben.
Gleich aber erst nach den Rennen komme ich wieder darauf zurück, warum ich überhaupt auf Rune Factory Frontier gekommen bin damals. Über die Farmspiele ausgegangen bin. Ich dachte, wir versuchen es mal. Ich bin skeptisch, aber das ist nicht dabei. Los, Uwu! Uwu! Und die Fenster, Uwu! Wollt ihr mich verarschen? Mojo hat gewonnen. Dragon Guard. Und Uwu ist nur Zweiter geworden. Ist egal. ...177 Medaillen. Die nehme ich. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen will, aber... Meh. Aber meh. Aber meh. Von mir aus? Achso, ein anderes Feature. Das werden wir irgendwann ausprobieren. Achso, wir müssen darüber aber im Moment nicht reden. Weil es eh voll ist. Es ist das Stundenglas. Wir werden wieder einen 10-Stunden-Stream machen. Am 3. Oktober. Ich weiß zwar nicht genau, wie ihr es geschafft habt. Ich weiß, wer es geschafft hat. Hex hat es geschafft. Fast ausschließlich alleine da Punkte reinzustecken mit seinem Support. Aber ja, wir werden wieder einen 10-Stunden-Stream machen. Durch euren Sand. Durch eure Wüstdinge. Was kann ich eigentlich überhaupt kaufen von den Medaillen? Ist da irgendwas bei, was ich brauchen kann? Vielleicht was Cooles? Ein Armband, Halskette, Ohrring, Geiststärken, Tüffel, Mithril. Lohnt sich alles nicht. Ist alles Müll. Hast du dir gut überlegt? Nein. Ich überlege nie gut. Wenn ich gut überlegen würde, dann... So, mal gucken, wenn ich diesmal selber kämpfe, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Lili, Nuri, Lassanier. Gentle, Coco und Diva. Natürlich erstmal würde ich gegen mich wetten wollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Gentle und Diva einfach mal volle Möhre machen. Und Lassanier. Ja. Ach ja, ihr dürft das auch so regeln. Ja, ja, klar. Also ihr dürft ganz genau. Ihr dürft einfach wieder sagen, wer gewinnt. Hier bin ich natürlich jetzt selber dabei mit Lassanier. Aber, ihr müsst natürlich nicht, das Gewinnerpferd wählen, das ist auch. Ne? Gentle, zweimal Coco. Okay. Ich glaube, ich habe all mein Geld ausgegeben, aber es ist vor einer Hochzeit relativ clever, weil dann muss ich keinen Hochzeitsvertrag aufsetzen. Mit meiner Zwangshochzeit. Lassanier, richtig so. Ich weiß übrigens nicht, wie man Pferderennen macht, deswegen hoffentlich, das erklärt es mir. Nun, nimmst du am nächsten Rennen teil und es geht gleich los, also gib dich zur Strecke. Okay. Und so steuerst du während des Rennens. Ist wieder laut. Drücke die X-Taste, um dein Pferd schneller laufen zu lassen. Je schneller es läuft, desto eher gerät das Pferd außer Atem. X-Taste, ja. Wenn du die X-Taste nicht mehr drückst, erholt es sich. Achte also auf die Atmung deines Pferdes und gehe sorgsam mit ihm um. Was heißt X-Taste drücken in diesem alten Spiel? Punchen? Oder gedrückt halten? Also tappen oder halten? Irgendwie geht das mit dem Punktesammeln nicht auf meiner App. Okay, die Punkte, die du jetzt meinst, sind aber nicht die Wüstlinge, weil die gehen auf jeden Fall. Die Punkte, die du meinst, sind diese hier. Diese komischen neuen Kanalpunkte, die es gibt. Du meinst unsere Macht. Die heißen bei uns Macht. Das ist nicht so schlimm. Also die sind auch für gar nichts. Damit kannst du... Sari hat damit in Emote geändert. Damit kann man nicht viele Sachen machen. Damit kann man halt so... Wenn du die jetzt nicht sammeln kannst, das ist kein Verlust. Du kriegst auf jeden Fall immer welche. Aber ich weiß nicht, wie die App da ist. I don't know. Geh sorgsam mit ihm um. Okay, ich versuch das einfach mal. Verstanden? Alles klar. Tappen oder halten? Okay, dann geht's los! Auf Otto. Na, das sind nicht die Wüstlinge. Die Wüstlinge sind separat, die kannst du immer nutzen, ganz normal. Und solange du im Chat angezeigt wirst, sammelst du die und du kriegst die auch. Na?
Wie soll ich das jemals gewinnen mit dem Pferd? Ernsthaft? Die Platzierungen sind wie folgt. Diva hat gewonnen. Wer hat für Diva Keiner hat für Diva. Oh, gedrückt. Ist leise, oder? Der Uff-Sound ist aber leise. Den hätte ich jetzt gerne lauter gehabt. Aber egal, ich hab dafür gewotet. Alles gut. 474. Ach, das sind nicht genug Medaillen. Ach, ich brauche mehr Geld. Gibt's noch mehr Pferderennen? Oder ist das letzte Rennen, wo man teilnimmt? Es ist das letzte Rennen, an dem man teilnimmt, okay. Das ist natürlich schlecht. Du willst Medaillen gegen einen Preis tauschen? Nicht wahr? Eigentlich nicht. Das ist natürlich jetzt schlecht. Naja, wir haben ein bisschen Geld verloren. Das ist okay. Hast du es dir anders überlegt? Deine Fertigkeiten lassen sehr zu wünschen übrig. Ja, das hat mein Pferd sich wahrscheinlich auch gedacht, ja. Das hat Spaß gemacht. Ja, lass uns wieder an die Arbeit gehen. Ja, wir haben wenigstens richtig Pferderennen gemacht, wie ein echter Mann. Wir sind da hingegangen mit 30.000 Gold und wir haben, oder Geldeinheiten. Das ist ja nicht bestimmt, was das für ein Geld ist. Das steht G. Das ist Gold. 30.000 Dollar verloren. Geld-Dollar. Alles gut. Wir haben alles richtig gemacht. So geht man normalerweise zum Pferderennen. Alles gut. Ja, das ist wie in ein Casino gehen. Du gehst doch nicht in ein Casino, um zu gewinnen. Du gehst in ein Casino, um entspannt Geld zu verlieren. Ja, das müssen wir jetzt alle mal wissen. Das ist alles normal. Dafür opfern wir einen Fisch. Alles klar. Jetzt geht's wieder besser. Ich meine, wir brauchen ja auch... Oh, Hühnerfutter bräuchten wir. Und ich habe kein Geld, nein. Mann und Witz. Gibt's was von meiner Post? Ist nichts gekommen. Schade. Da hätte ich gedacht, das wird was. Dann gehen wir mal entspannt ins Bett. Nach diesem wunderbar herrlichen Geldausgebertag. Es ist Frühling, oder? Ich hole noch eben die Bambussprossen und den ganzen anderen Kram. Moment. Man soll ja nicht sagen, ich habe nichts gemacht. Das wäre auch unhöflich. Ich habe ja, ich mache ja schon. Heute wenig getrunken anscheinend. Mein Mund ist ganz trocken. Helft mir, Grabwächter, durch die Wüste ist mein Mund so trocken geworden. Wer hat etwa Speichel für mich? Noch von vorn. Stopp! Rettungsspeicher, ja. Emergency Spit. Die Halloween-Dinger sind so süß, die man da jetzt auf der Wurzel legen konnte. Sieht auch ein bisschen komisch aus, aber auch ein bisschen süß. Ich kann mich noch nicht entscheiden, was es genau ist. Ich denke eher süß. Eher süß. Süß. Dafür ist übrigens diese Macht zuständig, dass man da jetzt, oder unsere, diese komischen Twitch-Kanalpunkte. Damit macht man, damit kann man Emotes verändern. Das ist übrigens sehr interessant, finde ich. Und nochmal, ich finde es extrem witzig, dass ich dafür ausgewählt wurde. Ich habe mich zur Beta angemeldet, weil ich dachte, noch mehr Punkte, die man sammeln kann, geil. Aber ich habe das auf bei anderen Channeln gesehen. Und ich fand das extrem interessant. Auch, dass ihr, wenn ihr Lust habt, und kein Abonnent ihr seid und auch keiner werden wollt, trotzdem mit diesen Kanalpunkten Emotes freischalten könnt. Ihr könnt trotzdem das High haben für den Tag oder das Yata oder F1 oder was auch immer ihr haben wollt. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und die Kanalpunkte kriegt man relativ schnell. Nicht so wie die Wüstlinge, die ein bisschen exklusiver sind. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das Game kann sich irgendwie nicht entscheiden, ob es leise oder laut ist. So. Okay, komm, Daugi. Daugi, du darfst wieder mit raus. Draußen ist doch viel schöner. Was machst du denn hier drin? Hm? Guck mal, wie schön die Sonne scheint. Oder so.
Nein, du hast die nicht mehr von gestern. Chat sagt nein. Deine 24 Stunden sind wohl um. Aber ich finde das eigentlich ganz schön. Da kann man sich die Emotes ein bisschen angucken. Ich glaube, die kann man aber dann auch nur hier benutzen. Ist ja was. Man kann ja sagen, man könnte ja meinen, ich gönne euch nichts, aber. Ha! Falsch gedacht. Du sagst aber, dass er den noch hat. Ja, wahrscheinlich kannst du den nicht wieder aussuchen für ein paar Stunden dann. Wahrscheinlich ist das irgendwie Cooldown mit dem, mit diesem Emote. Keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Am besten du abonnierst den Kanal, damit du auch das weiter nutzen kannst. Achso, wer den Sound übrigens nicht kennt, Verzeihung, ich habe den wieder reingemacht, weil ich den viel schöner finde als den Zelda Secret Sound. Das ist der Geheimnis-Finde-Sound aus Quest for Glory 4. Und das ist ein definitiv guter Sound. Ist ein guter Sound. Und ein gutes Spiel. Ich weiß gar nicht, wer jetzt bei unserem Awusel-Feiertag die Collection gewonnen hat. Ah, oh, das ist schade. Irgendwie so ein bisschen. Keine Sorge, der nächste Awusel-Feiertag kommt eh nächstes Jahr. Mein Lieblingstag im Jahr. Da habe sogar ich mal Spaß. Mhm. Sonst bin ich ja eher so jemand, der nicht so viel Spaß hat. Spaß ist nicht so meins. Spaß haben ist für andere Leute. Oder? Was meint ihr? Spaß haben können die anderen, oder? Spaß haben kann auch jeder. Wir sind die Community ohne Spaß. Das ist ganz wichtig für mich. Wir haben aber trotzdem ein Spaßgesicht. Ich zeige euch das gleich nochmal. Pass auf. Spaßgesicht. Jetzt müsst ihr alle mitmachen. Alle, die es können. Alle, die schon wissen, worüber ich rede. Machen jetzt das Spaßgesicht mit. Pass auf. Alles klar. Jetzt seid ihr offiziell im Club. Okay. Offiziell im Spaßgesicht-Club. Never forget. Spaßgesicht in der deutschen Achterbahn? Wichtig. Ach, ich kann die ganzen Sachen jetzt wegschmeißen, weil ich die Frau meiner Träume ja schon... die Frau eurer Träume. Wer zur Hölle... Wir sind die Verkörperung der deutschen Achterbahn. Das hört ja bald auf, Dragon. Keine Sorge. Keine Sorge. Oder? Besser was Neues anfangen, als auf was Altem rumzureiten, oder? Das hört sich an, als ob ich mich von meiner Freundin trennen würde. Oder sie sich von mir. Findet ihr nicht? Doch. Ihr findet das auch. Flip, flap, flip, flap, flip. Flap, flip. Okay, und heute muss ich... neues Hühnerfutter kaufen. Aber das ist kein Problem, denn wir sind eine Geldmachmaschine. Monstermaschine. Um das anzuhängen, denn durch das bisschen du bekommst Lust, das selber zu spielen. Was habt ihr alle mit Back to Nature? Ich finde es ein gutes Spiel. Nochmal, ich sag das gerne, wie es ist. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ihr könnt mich nicht verurteilen. Es ist ein gutes Spiel. Und es hat Charme. Aber tatsächlich, ich weiß einfach nicht, ob es gut gealtert ist oder nicht. Ich bin noch zwiegespalten. Weil, ich meine, ich habe da eine Tierparade gespielt, was ein gutes Spiel ist. Ich habe Rune Factory Frontier gespielt, was ein gutes Spiel ist. Ich habe Graveyard Keeper, ist auch cool. Da gibt es ein neues DLC übrigens, das sieht auch interessant aus. My Time at Portia,
Mein Temple Portia finde ich schwierig, aber Stardew Valley ist auch ganz gut. Auch kein. Manche sagen, Stardew Valley ist so leblos. Ist das wirklich so? Und man ist so gestresst von der Uhrzeit. Das finde ich auch. Das habe ich auch gemerkt, als ich das gespielt habe. Aber leblos finde ich das Spiel tatsächlich nicht. Ich finde, das hier ist lebloser. Da ist noch was Neues rausgekommen. Für alle, die sich für Farmspiele interessieren. Da gibt es im Moment Prozente drauf. Ich habe da zwar von nichts, wenn ich euch das erzähle. Ich erzähle es euch aber trotzdem. Das ist Salted Sea oder so heißt das. Müsst ihr mal auf Steam gucken. Das ist auch sowas wie, ah, du strandest mit deiner Piratencrew auf einer einsamen Insel und musst dann dort farmen und Dinge tun. Das sah ganz witzig aus eigentlich. Hallo? Irgendetwas ist los. Ich habe mich gerade eben merkwürdig gefühlt. Ja, das ist habe ich mich auch, als ich dich heiraten musste. Naja. Ich finde auch, sonst macht Spaß. Bei Stardew Valley macht es vor allen Dingen Spaß, weil du halt so viele Sachen machen kannst. Du kannst sagen, oh, heute mache ich viele Pflanzen, oh, heute mache ich Frucht, oh, und beim nächsten Mal mache ich Tiere, und beim nächsten Mal mache ich... Viel Spaß. Und beim nächsten Mal mache ich dies oder das. Ich finde, das macht schon Bock. Weil man bei Stardew Valley halt so viele verschiedene Ideen haben kann, wie man seine Farm denn nun gestaltet. Das ist ganz schön. Hier hast du halt... Ich weiß nicht, ob viele jetzt über mich meckern, über den zweiten Durchgang Harvest Moon Back to Nature, denn der ist schneller geworden. Ich rede nicht mehr mit jedem Tag und vor allen Dingen, Entschuldigung, das habe ich mir abgewöhnt, ich lese nicht mal jedes Mal aufs Neue die Dialogboxen vor von den Leuten, nur wenn sie mich dann nochmal ab und zu, da kitzelt es mich dann mache ich das doch gerne und dann hoffentlich lese ich sie auch schön und vernünftig vor. Aber nicht genug Geld, sie hat recht. Da kaufe ich erstmal 280. Ich habe noch 2G. 2G. Also wir haben doppelte Schwerkraft gerade. Das ist nicht gut. Aber es ist gut fürs Training. Sangoku hat das auch schon mal gemacht. Ist kein Ding. Wenn Sangoku das kann, dann schafft das Jack. Au. Oh. Stranded Sails. Ah, ja, genau. Dankeschön. Nicht Salty Sea. Da ist doch fast dasselbe, ja. Genau, Stranded Sails. Richtig. Dankeschön. Das sieht ganz interessant aus. Was ich daran auch interessant fand, es hatte einen deutsch lokalisierten Verkaufstrailer. Ich dachte so, da haben die extra einen Trailer gemacht mit einem deutschen Sprecher? Also es ist dasselbe Gameplay, was in dem anderen Trailer ist, aber es ist tatsächlich auf Deutsch vertont worden, der Werbetrailer dafür. Interessant. Ich meine, es ist ja okay, wenn es das Spiel auch mit deutscher Lokalisierung gibt, warum nicht? Fand ich nur trotzdem erstaunlich. Gibt's ja nicht so oft. Die wichtigsten Punkte beim Farmspiel ist das Dating. Ja, das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen. Das Einzige, was ich halt doof fand, ich glaube, das war bei Tierparade so, ne? Bei Tierparade hatten ja alles das gleiche anderen während der Hochzeit. War das so oder war das da nicht so? Ja, die Hochzeit mit Hexe war wirklich schade, ja. Spoiler, falls ihr mal ein Tierparade-Playthrough noch nicht gesehen habt. Schämt euch zum einen, zum anderen. Vielleicht kennt ihr den gar nicht, zum anderen. Wir haben die Hexe geheiratet. War auch cool. Aber ja, ich glaube schon, dieses Stranded Sails ist... Ich denke, das ist ganz okay. Ich weiß auch nicht, warum. Also... Wenn du damals erzählt hast, so in der Wii-Zeit, wo alle die PlayStation 3 hatten oder was auch immer, da hast du dann immer rumerzählt, hier, ich habe ein tolles neues Spiel gekauft, das nennt sich Harvest Moon. Ich so, was machst denn du da? Kannst du da Autos klauen? Hm? Kannst du da deinen Nachbarn nicht schießen? Was machst du in dem Game? Kannst du Rennen fahren? So, na, kannst du nicht? Kannst du Kühe streicheln? Und deine Blumen gießen. Du willst mich verarschen, oder? Du kannst bestimmt, das ist ein Motorcycle-Game, oder? Harvest Moon, habe ich schon mal gehört, das ist doch hinten das Pedal beim Motorrad. Nein, ist nicht.
Das ist tatsächlich. Ihr wisst schon, so hat man darüber gesprochen, ja. Also, du hast niemanden erzählt, dass du Stardew Valley spielst. Oder, damals, also. Du hast niemanden erzählt, dass du Harvest Moon spielst. Und heute so, boah, das neue Farmspiel kommt raus, voll geil. What? Moment, wir dürfen jetzt darüber reden? Wir dürfen über Farmspiele reden? Geil. Endlich. Endlich. Ach, hab ich schon, okay. Und es ist wirklich, es macht ja auch Spaß. Jetzt, in Maßen natürlich. Ich finde Harvest Moon in Maßen. Diese Ironie, ja, es ist wirklich so. Keine Ahnung. Heute ist es halt so, ja, geil, das neue Farmspiel kommt raus. Und auch, ich meine jetzt, weiß ich nicht, wie es, ich meine, ich hab's auch schon ein paar, jetzt wo ich das gesehen, jetzt wo ich da weiß, wie der Titel heißt, Stranded Sales, Entschuldigung. Da weiß ich ja jetzt auch, ich habe ein paar Leute gesehen, beziehungsweise weil ich den Trailer gesehen habe, habe ich schon den einen oder anderen Streamer gesehen, das tatsächlich auch gespielt hatte. Und ich bin ja immer ein bisschen hinterher mit den Releases. Das heißt also, das kann auch schon ein paar Tage her sein, dass es raus ist, wie auch immer. Habe ich schon welche gesehen, die das spielen. Und ich dachte so, das sieht aber interessant aus. Und da habt ihr es. Es ist jetzt auch sogar streambar. Warum auch immer. Aber ich meine, ich mache das ja auch schon ein paar Jahre. Zum Glück nicht jeden Tag. Vielleicht sollte ich Harvest Moon Speedrunner werden. Nicht nur schlafen, nicht der gute Schlafrun aus dem ersten SNES-Selle, SNES Harvest Moon. Der ist auch witzig, aber das meine ich jetzt gar nicht. Habe ich hier was gebaut? Habe ich Schmuck gemacht? Nee, ne? Ich guck mal. Nee, ich habe keinen Schmuck gebaut, brauche ich auch nicht mehr. Dann ist die Frage, was ich mache. Ich könnte einen Käseautomat bauen. Aber ich habe nur 2 Geld. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ich weiß noch nicht genau, wie wir die Zeit rumkriegen sollen jetzt bei Harvest Moon. Ich guck mal, ob ich noch Geschenke habe. Vielleicht kann ich irgendjemandem was schenken. Was ich nicht so gut finde, wenn ihr Farmspiele. Verzeihung. Wenn ihr Farmspiele verfolgt, wisst ihr, bald kommt ja auch das Remake hier von Story of Seasons. Wie heißt das dann? Auch Back to Nature? Mineral Town, irgendwas. Something, something, Mineral Town. So heißt das irgendwie. Und das ist ganz gut, glaube ich. Das wird ganz interessant und witzig. Und ich, nochmal, ich ärgere mich halt riesig, dass ich das jetzt angefangen hatte und nicht nochmal Harvest Moon mache. Ich wollte die Erntegöttin noch was schenken. Aber das ist cool. Aber was jetzt auch rausgekommen ist, dieses Doraemon Story of Seasons. Was ja eigentlich eher Doraemon ist anstatt Story of Seasons. Friends of Mineral Town, ja, das ist genau. Das wird gut, ja. Das finde ich nicht so gut übrigens. Das ist da rausgekommen. Vor ein paar Tagen. Oder vor einer Woche oder so. Doraemon Something Something Story of Seasons. Warum ich das nicht gut finde, ist nicht der Grafik-Zeichenstil, den ich eigentlich ganz niedlich finde, weil das ist so, sieht alles aus, es sieht so ein bisschen aus wie Paper Mario, wenn ich das so sagen darf. Damit man sich darunter vielleicht was vorstellen kann. So wasserfarbige Pappaufsteller, so sehen so ein bisschen die ganzen Figuren aus. Was mich daran stört, ist das ständige Tutorial-Aufgeploppe überall. Du machst eine Aktion und du hast einen rüber aufgehoben und so, ja, weißt du noch, wie man einen rüber, also dann, ja, du hast noch einen rüber aufgehoben und bei jedem Stein, den er kaputt schlägt, ja, weißt du, welches Geräusch er macht? Bei jedem fucking Stein, ja, und dann, ja, und wenn er Sachen aufhebt, da könnte ich wahnsinnig werden. Das ist nicht gut. Das mag ich nicht so. Und ich mag halt irgendwie. Es ist ein anderer Franchise und der hat jetzt einfach so Kooperation mit Story of Seasons gemacht. Was ich okay finde. Ja, es ist halt für die jüngere Generation. So sieht's halt auch aus. Und so sieht's aus. Also so spielt sich's aus. Das ist alles wie ein riesiges Tutorial. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das ist genau wie das neue Pokémon, finde ich jetzt auch schade, was jetzt rauskommen wird. Ich weiß noch nicht, wie schade ich es finde. Aber ein paar Sachen sind schon schwierig, glaube ich. Für mich persönlich als Spieler. Das heißt nicht, dass ihr nicht daran Spaß haben sollt. Für alle, die Spaß daran haben, umso besser. Ich werde es höchstwahrscheinlich auch kaufen, vielleicht, ja.
Ich werde auch Spaß damit haben, so ist es nicht. Aber so ein paar Änderungen von Pokémon sind langsam. Ich meine, das ist ein altes Franchise, ja. Ich weiß, und das ist schon lange her, und ja, und ich weiß, die Ideen gehen nicht aus. Ich weiß, es gibt den Meme, was, wir könnten ein Pokémon machen wie Gott, aber nein, Gott haben wir auch schon erschaffen. Ja, also, ist so ein bisschen schwierig. Ich finde es irgendwie okay, wenn die mehr in den Multiplayer-Aspekt gehen, und das ist irgendwie, alle hassen das voll, und ich denke so, das ist das einzig Geile an dem Spiel. So, aber es sind nicht alle Pokémon in-game. Ja, wenn die sagen, es ist irgendwas mit something, something, wo das Balancing ist aber nicht so in Ordnung dann, für PvP-Kämpfe oder was auch immer wofür, dann, ja, okay, dann von mir soll das so sein. Was mir da egal. Hauptsache, man kann gut gegeneinander kämpfen und gut miteinander kämpfen. Und wenn das Balancing dann sagt, hey, das funktioniert, cool. 18 Arenen soll es geben. Vorsicht, Spoiler. Hört sich auch gut an, wenn ich ganz ehrlich sein darf. 18 Arenen. Das ist viel. Ich gebe dir mal Tomate. Danke dir. Gerne doch. Und ich gebe dir mal Rübe. Nein, ich gebe dir eben Rübe. Ho, ich weiß, was ich zum Dank dafür tun kann. Ich werde dir zeigen, wie man Käsefondue macht. Weißt du, was das ist? Also merk dir gut, was ich dir sage. Du brauchst Käse. Und so etwas wie Brot. Moment, stopp. Dass du dann mit einem Messer zu Häppchen schneiden kannst. Zum Kochen brauchst du einfach nur einen Topf. Einfach was. Und als Gewürze kannst du Salz oder Wein dazugeben. Wein ist ein Gewürz. Das solltest du mal ausprobieren. Danke für das Rezept. Und schade, dass ich dafür keinen tatsächlichen Eintrag von diesem Rezept bekomme und ich mir das tatsächlich hätte merken sollen. Obwohl, das war ein relativ einfaches Rezept. So etwas wie Brot, Käse, Messer und Kochtopf. Und Wein als Gewürz. Okay. Ich meine, so. Das kannst du jetzt auch nicht verurteilen. Wir machen auch Zwiebelsuppe mit Weißwein. Dann ist das Weißwein auch theoretisch nur Geschmack und dann auch theoretisch ein Gewürz. Verdammt, ich kann es nicht verurteilen. Ich habe mich nicht darüber lustig gemacht. Ich wollte, aber ich konnte nicht, weil ich zu viel. Na fuck. Das wäre meine Chance gewesen. Aber ich hab mein eigenes. Ach, egal. So, die Hühner haben ein bisschen Futter. Das habe ich jetzt, ja. Das heißt, die kommen wenigstens übers Wochenende. Und ich habe 666 und 2 Gold. Schade. Aber seht ihr, ich mache 6000 G am Tag. Das ist alles nicht so schlimm. Nochmal, wir sind durch mit dem Game. Für mich zumindest nach Jahr 1. Und mit der zweiten Hochzeit, weil nach der Hochzeit gibt es nicht mehr wirklich viel, was ich noch nicht gesehen habe, außer dass wir jetzt eine andere Dame heiraten, die ihr ausgesucht habt, die ich niemals haben wollte. Ich will nochmal darüber, jetzt ist die beste Zeit, darüber zu reden. Während des Finales von Harvest Moon Back to Nature kann ich darüber reden. Ihr habt mir versprochen, dass wir Ellie heiraten. Meine Waifu! Mein Traum! Mach doch. Geh in die Jury jetzt! Da kriegst du Punkte für. Mach das. Da kriegst du Gilde. Ja. Du musst so eine Max wollen. Bisher könnte man immer alle Pokémon bekommen und jetzt nicht mehr. Ja, ich weiß, für die Sammler ist es doof. Ich verstehe das. Alle Sammler sagen, nee, das ist nicht gut. Und ich finde es auch okay. Ich meine, wenn die sagen, die haben Sichlor rausgepatcht, und ich weiß es noch nicht, ja. Wenn die sagen, die haben Sichlor rausgepatcht, dann hasse ich das Game auch. Das ist ja klar. Ne? Es gibt Körperstärken XL. Ne? Da, geil. Dann ist klar, dass ich das auch hasse. Aber ne? Ach ja, wo war ich denn geblieben? Ach ja, ihr habt mir Ellie versprochen. Wir haben gesagt, wenn wir eine zweite Staffel machen, bis zum Ende, dann kriege ich Ellie. Das wurde hoch und heilig, habt ihr das alle. Ihr habt alle genickt, als ihr damals da wart. Und habt ihr abgestimmt, monatelang. Und was ist dabei rausgekommen? Mary. Jetzt muss ich zwangsheiraten mit dieser Frau.
Das tue ich auch, weil ich halte mein Pharaonenversprechen, aber... Glaubt mir, meine Rache wird fürchterlich sein. Und deswegen habt ihr, egal wie und egal wann und egal warum ich Rune Factory mache, eine Sache verloren. Vielleicht auch nicht. Aber ihr dürft euch nur noch zwischen sehr wenigen Frauen entscheiden. Nämlich nur durch die, die ich wirklich heiraten will. Das ist zum einen Cinnamon. Vielleicht auch Selfie. Und eventuell, ich weiß nicht, wie sie heißt. Dann muss mir Sarah jetzt helfen. Ist es Annette, die Postbotin? Ja, die ist süß. Die ist zwar ein bisschen klein, aber es macht nichts. Das habt ihr verloren. Punkt. Dafür werde ich euch fragen, was für Sachen wir aufs Feld werfen sollen. Ist ja auch nett. Okay. Und ihr dürft natürlich wieder Tiernamen bekommen. Oder Monsternamen. Also, nicht so schlimm. Also ich bin schon böse zu euch, aber ich bin nicht richtig böse zu euch. Und außerdem wurde gesagt, hey, ich muss auf jeden Fall irgendwie den Bikini für Bianca. Heißt die Bianca, die ich letztes Mal gerade habe? Ja, ne? Ach nee, nicht Bianca habe ich nicht gerade. Ich habe Eunice geheiratet, richtig. Man kann bei ihr den speziellen Superbadeanzug bekommen. Und dass sie den trägt. Und zwar, wenn man das dem Vater gibt. I will try it. Ich meine, deswegen gucken wir uns das mal an. Das ist wieder so ein Internetgerücht. Wie 50 Jahre Harvest Moon, du bist Bürgermeister. Das stimmt übrigens. Habe ich jetzt gesehen. Habe ich jetzt im Internet tatsächlich nachgeguckt. Im Internet steht ganz deutlich, für alle, die es endlich rausgefunden haben wollen und die es endlich sehen wollen, die Sommerperiode bei Rune Factory Fonte ist das Beste. Es stimmt. 50 Jahre Harvest Moon Back to Nature in-game, nicht in-game, Entschuldigung, 50 Jahre echte Lebensjahre Harvest Moon Back to Nature und dann wird man Bürgermeister in-game. Das ist wirklich so. Das ist kein Witz, das haben sie jetzt rausgefunden. Die Devs, die Entwickler haben sich dazu gemeldet, nachdem dieses Gerücht so viel im Internet war. Und es stimmt tatsächlich. Also wenn ihr Bürgermeister werden wollt in Harvest Moon Back to Nature, jetzt ist es endlich bestätigt. Ich hab irgendwie, ich muss mal was trinken, ich hab irgendwas im Hals gerade. Okay, jetzt geht's wieder besser. Jetzt bin ich denn? Ja, den Frosch bin ich los. Perfekt. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, so ist das. Und bei Rune Factory Frontier werden wir das mit dem Bikini probieren. Irgendwann bald sollte auch Honey Pop 2 rauskommen. Da freue ich mich auch drauf, aber das werde ich nicht streamen. Wie kommt das, dass ich das nicht streamen werde? Aber ich werde sehr viel Spaß damit haben. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, Checker kann euch da beraten. Ich verweise euch gleich an den Girls Meister. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn ich auf Englisch streamen würde, wer wird bleiben von euch, die jetzt da sind? Auf geht's. Die neuen zählen nicht. Entschuldigung, wenn ich jetzt gleich reingrätsche, die neuen zählen nicht. Aber wer von euch wird bleiben und sich das angucken? Das Waffensystem in Zelda Breath of the Wild einfach nur grausam. Das stimmt. Ich habe Breath of the Wild hier, ich habe nicht eine Sekunde gespielt. Könnt ihr euch das glauben? Ich kann nochmal die Geschichte erzählen. Ein Fan, wir hatten damals ein wunderbares Format, das hieß Dein Let's Play, hat sich gewünscht, mit genug Support, was ein Teil aus Echtgeld-Support und ein Teil aus Watchtime ist, hat sich gewünscht Zelda Twilight Princess. Ist ja cool gewesen.
Und bin mit meinem lokalen GameStop gelaufen, weil wo kriegst du heutzutage anders ältere Spiele her? Und habe ich Zelda, also ich habe die Hülle hier von Twilight Princess zweimal, aber in der einen Hülle war Breath of the Wild. So, the fuck? Dann war ich hier zu Hause und hab so reingeguckt und so, das wollte ich eigentlich nicht haben. Aber für einen Zwanni nehme ich das mal mit. Da war das noch relativ neu. Deswegen habe ich beides hier. Ich habe noch nicht eine Sekunde reingeguckt in Breath of the Wild. Ich habe es schon gesehen. Ich habe von Anfang bis Ende das Game schon gesehen. Ich habe die Main Dungeons gesehen. Ich habe den Endfight gesehen und bla bla. Was ich dazu sagen kann, ich finde es komisch. Das Waffensystem, finde ich auch schade aus einem Aspekt. Die hätten das anders machen sollen. Die hätten ikonische Items drin lassen sollen, wie du kriegst halt ein Schwert und du kriegst halt ein Schild und du kriegst halt einen Bogen und du kriegst halt einen Bumerang, ja. Und du kannst dann halt aber andere Sachen finden, wie zum Beispiel, es gibt dann halt keine Feuerpfeile, sondern es gibt halt einen Feuerbogen und der geht dann halt nach der Zeit kaputt. Ihr wisst, ihr kommt auf die Idee, die ich ansprechen will. Das fände ich, glaube ich, besser. Dass man wirklich auch in die Dungeons geht und wirklich in die Welt sich erkundet und sagt, da habe ich ja richtig was von gehabt. Das hat Spaß. Nee, es ist nicht nachts, es ist ein Nachmittag. Richtig? Ja. Das hat Spaß gemacht. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz schön gewesen. Wenn ich das anmerken darf. Das wäre, glaube ich, ganz schön gewesen. Das Kämpfen selber fand ich jetzt ein bisschen, was fand ich ganz cool, das war ein bisschen offener. Auch nicht ja, super herausfordernd, aber wenn ihr mich fragt, ist das beste, Entschuldigung, ich weiß, es gibt viele Memes darüber, aber das beste Kampfsystem in einem Zelda-Game hat Skyward Sword. Neben der besten Story, aber von mich fragt ja keiner zum Glück. Ich fand das Rumgefuchtel mit der Wii-Fernbedienung sehr witzig. Und gerade mit der Wii Motion Plus hat das sogar auch Spaß gemacht. Ich meine, klar, es war nicht überfordernd, es war nicht anstrengend und das Gefuchtel war immer dasselbe. Du hattest halt drei Richtungen, wow. Ja, aber jetzt wollen wir mal ehrlich sein. Wolltest du jemanden einen echten Schwertkampfsimulator in einem Zelda-Game vorführen? Ich glaube nicht. Deswegen fand ich das gut. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und die Story war sehr, sehr, sehr witzig. Ich habe das sehr gemocht. Und ich habe auch geheult, als Fei dann gegangen ist. So, Punkt. Weil von allen Begleitern fand ich sie schon am interessantesten, auch weil sie immer die Stimme der Göttin synchron getanzt hat. Was ich eigentlich ein tolles Feature fand. Auch wenn sie mich genervt hat. Deine Wii-Batterie ist leer. Woher weiß sie das? Hör auf, die vierte Wand zu durchbrechen. Stopp. Das ist mein Controller. Weg. Twilight Princess fand ich nicht so gut übrigens. Im Nachhinein. Für alle, die sich das eventuell nochmal anschauen wollen. Nicht jetzt bei mir, aber auch generell für sich selbst. Wenn ich eine Zelda-Top-Tier-Liste machen müsste, dann wäre... Oh, zwei Leute würden bleiben, wenn ich es auf Englisch machen würde. Dankeschön übrigens für die Antworten. Vielen, 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 vielen Dank. Da sage ich einmal ein herzliches... Wo war ich? Achso, die Topliste von Zelda. Ich würde tatsächlich Twilight Princess sehr weit unten ansetzen, weil es war wirklich schlecht. For real. Diese Hundemechanik war merkwürdig. Du konntest überall hin teleportieren, merkwürdig. Und du konntest dabei Ocarina of Time auch, okay. Ich habe nichts gesagt. Und bei Majora's Mask auch. Okay, ich habe nichts gesagt, was das angeht, aber irgendwie die Dungeons waren so kurz und merkwürdig. Und ich hab gesehen, wie zwei Yetis Liebe machen. Und irgendwie
Ich weiß nicht. So. Hm. Der eine Yeti war ungefähr gegen dem anderen Yeti bis zum Knie. Das war komisch. Wem schenke ich dir noch ein Blümchen? Ich gehe mal hier rein. Ich schicke mal den Populisten ein Blümchen. Für seine gute Arbeit. Du bist vermutlich zu beschäftigt zum Kochen. Ich werde dir also ein einfaches Gericht zeigen. Magst du gebratenen Reis? Also, du machst Öl in einer Pfanne heiß und gibst Eier und Reisbälle hinzu. Du kannst auch andere Dinge dazu tun, aber du solltest sie vorher mit einem Messer klein schneiden. Und es schmeckt besser, wenn du mit Zucker, Salz und Sojasauce würzt. Okay. Du musstest dir schnell Pommes holen. Ah, sag doch nicht. Nein! Nein, 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 nein. Durch den. Ah, du darfst. Nein, du darfst es nicht verraten. Pommes darf man nicht verraten. Pommes. Nein! Pommes darf man nicht verraten, Calypso. Ehrlich nicht. For real nicht. Fragezeichen. Es ist halt, ich habe nichts mehr zu tun, ne? Schlimmste Leben überhaupt. Ich guck mal auf den Kalender. Ich müsste mal schauen, was wir jetzt noch tatsächlich machen müssen. Ich gehe mal ein bisschen nach hinten. Ich chill mal ein bisschen hinten am. Seht ihr eigentlich alles gut hier? Was ist denn da so schwarz im Hintergrund? Ach, das ist ein Kissen auf dem Stuhl. Das sieht aus, als ob da ein Loch in meinem. Sieht aus, als ob ich ein Loch in meiner Fake-Realität habe. Sorry, nee, es muss dir ja nicht leid tun. Du musst nur wissen, dass du jetzt andere Leute neidisch gemacht hast. Das finde ich eigentlich sehr gut. Teleshop! Fernsehshop! Der heutige Produkt ist eine Bratpfanne. Das kaufe ich. In die Stadt kannst du übrigens gehen, ne? Da kannst du dich dahin porten. Klar. Das ist die Hauptstadt. Die ist neutral. Geh einfach. Oh. Entschuldigung. Ich habe gerade Zahl oben gebracht. Hä, aber am Hafen kann man noch hin. Zum Hafen kann man noch. Da kann man doch auch Sachen abgeben. Nein, das ist der. Ja, ja, das ist wegen dem Licht, ist der rot. Aber du kannst das Handelspaket abgeben. Das habe ich schon mal gemacht. Die stehen doch auch immer unten am Hafen. Das haben wir doch bei einem normalen AGH auch gesehen. Aber vielleicht kannst du nicht von oben in die Station. Wahrscheinlich nur vom Wasserweg aus. Ich gehe mal eben die Bratpfanne kaufen, auch wenn wir sie nicht mehr brauchen. Obwohl, ich war jetzt erstaunt, wir konnten ja gar nicht kochen. Stimmt, was hat nochmal gefehlt? Weil wir letztes Mal die Kekse nicht kochen konnten. Wir können keine Butter machen, weil uns ein Mixer fehlt. Weil ein Mixer ist was anderes als ein Handrührgerät. Ich erinnere mich. Hast du Erfahrung von mir verloren? Nee. So, einmal ins Telefon. Wie viel kostet eine Bratpfanne? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Anrufe kosten 1000, das nehme ich in Kauf. Das nächste Angebot ist die Bratpfanne. Für 2500. Diese Inflation in dem Game ist erschreckend. Oder was meint ihr? 2500 Euro für eine Bratpfanne? Ein bisschen viel, oder? Ich habe auch eine Bratpfanne hier, aber die hat bestimmt nicht so viel gekostet, glaube ich. Hoffe ich. So, dann wollen wir mal zurück. Danke dir. Und gleich ist es dann soweit. Die Hochzeit rückt immer näher. Wer ist hype auf die Hochzeit? Die ist von Gucci. Das ist definitiv das Gucci-Bartpfanne. Sehr gut. Ich wusste doch, dass ihr was gelernt habt. Die teuren Sachen sind von Gucci. Genau, richtig. Was gibt es eigentlich für ein Event noch? Das ist das Kochfest. Ach ja, dafür müsste ich theoretisch auch noch was machen. Jürgen, was mit dir? Bleibst du, wenn es Englisch ist? Kommt auf den Wechselkurs in Euro an. Das ist auch wieder wahr.
Du hast keinen Bock auf Englisch, hä? Eh? Ruder, Sayo, Ruder! Du willst doch da aufs Ruder? Ja, versuch das mal. Ja, ich Ruder jetzt. Einfach. Einfach. Ja. Okay, cool. Ich wollte schon von Level 50 hat Jenny verpasst, aber kann es nicht werden. Sorry, dass ich im Moment mit Zayo über Arc Age rede, während wir Harvest Moon spielen, während ich mich hype. Dragon ist echt nicht dabei, war eigentlich cool. Okay, dann weiß ich das auch. Er hat auch gestern gesagt, ich soll aufhören mit Stream. Also eigentlich, normalerweise hätte ich ihn bannen sollen, aber ich bin ja nicht so. Ich bin doch so. Was kochen wir denn jetzt dann? Habt ihr ein Rezept, was ich machen kann fürs Kochfest? Ich habe zufälligerweise nichts im Haus, was ich kochen könnte. Ich habe Mehl da. Und Schokolade. Und eventuell Milch, wenn ich mal, wenn ich schnell an den Kühen bin, habe ich auch Milch. Hm. Sorry, dann habe ich das überlesen. Sorry. Morgen um 10 Uhr beginnt das Kochfest auf dem Dorfplatz. Komm doch vorbei. Wenn du ein selbstgemachtes Gericht mitbringst, kannst du auch am Wettbewerb teilnehmen. Falscher Hase? Gebratener Hund? Gebratener Hund kann ich. Oh mein Gott, ich könnte irgendwas mit Rübe machen. Kann ich nicht irgendwas eingelegte Rübe oder so machen? Warte mal, die Rüben lasse ich mal im Rucksack. Jetzt müsst ihr mir helfen. Es muss irgendein einfaches Rezept geben bei Harvest Moon Back to Nature, was ich kochen kann. Ich kann gerade nicht selber nachgucken, sonst würde ich das ja selber machen. Aber ich muss jetzt Rüben ziehen. Ich habe Gewürze, ein Messer, einen Backofen und einen Schneebesen. Ich kann ein hart gekochtes Ei machen, perfekt. Thermalei. Eiermilchöl. Oh, ich hab meine Rübe daneben geschmissen. Wenn der Laden aufhört, könnte ich das machen. Dann könnte ich Omelette machen. Das wäre geil. Hm. Ich überlege. Was könnte ich diesem Bürgermeister und dem Gourmet? Ob in dem neuen Harvest Moon, Friends of Mineral, Story of Seasons, Friends of Mineral Town, Entschuldigung, man muss ja auch den ganzen Titel nennen. Ob der Gourmet Heiratskandidat wird? Das wäre geil. That would be awesome. Nee. Hab ich Trüffel ab, Sayo. For real? Ich bin ein armer Bauer. Ich hab sowas nicht. Ich hab schon wieder einen daneben geworfen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der schlechteste Farmer von allen. Grillfisch. Oder einen großen. Salz und Soja, also und Bratpfanne wahrscheinlich. Die habe ich aber nicht, die habe ich erst bestellt. Die kommen erst in 3 Tage. Wie viel Platz ist heute denn in meinem Erntekorb drin? Holy fuck. Okay, ich wollte schon sagen, der Kasten ist voll. Klar, ich werfe auch die Hälfte daneben. Wolltet ihr jetzt das wahrscheinlich sagen? Er hat doch die Hälfte daneben geworfen. Kein Wunder, dass der Korb so viel passt. Ne? Dass er so viel in den Korb reinpasst. Hm. Da auch wieder recht. Ja. Ich kann Eiscreme machen. Eiscreme zum Kochfest wäre schon geil. Zucker. Was meint ihr? Eiscreme fürs Kochfest? Wieso was hätte ich machen können?
Ich hätte Tempura machen können, geil. Da freue ich mich wieder auf, da freue ich mich auf Rune Factory, weil da habe ich tatsächlich viel gekocht. Da hat das nochmal Spaß gemacht. Sashimi. Ich darf nicht so brüllen. Sashimi! Brüll trotzdem. Das könnte ich ja machen. Nein! Ihr dreckigen Wichtel, Alter. Ist egal, ich kann das ja morgen früh direkt kochen. Also ich hol mir jetzt einen Fisch, mach Sashimi, ich hol mir jetzt ein Ei für morgen, das goldene Ei. Ich hol mir das goldene Ei, das beste Ei. Bei Roomfair hat es auch was gebracht wegen den Dungeons. Ja, stimmt. Ach ja, richtig. Stimmt. Da gab es auch die Essens-Buffs. Hast recht. Und es hat natürlich auch Leben wiedergegeben, ja. Ich meine, wenn die Gerichte hier irgendwie einen höheren Verkaufswert oder so hätten, dann würde sich das ja auch fast lohnen. Aber einfach nur als Gimmick ist ein bisschen blöd, ne? Dann hoffe ich mal, dass das goldene Ei noch da ist oder dass auch da die Wichtel nicht zu schnell waren. Okay. Okay. Da lief das schon mal mit. Und ich nehme noch ein normales Ei mit. Einfach, falls das nicht klappt mit dem goldenen Ei, Eis zu machen. Ist es dann ohne Geschmack? Ist es einfach nur Eis? Ach, fuck. Da kann ich nicht irgendwie was zutun zu dem Eis? Ich meine, ich habe auch nichts, aber Schokolade könnte ich dazu tun. Für Schokoladeneis? Dann behalte ich noch ein Ei. Ist egal, wie gesagt, wir brauchen kein Geld, weil ich kann zwei Eis machen, zur Not. Wenn ich morgen zweimal Milch kriege, dann versuche ich es einmal mit dem goldenen Ei. Ich kann nur zweimal Milch kriegen, fick. Versuche es mit dem goldenen Ei. Was wird wahrscheinlich klappen? Dann kriege ich irgendein Eis raus und dann versuche ich das mit Schokolade. Und vielleicht kriege ich dann Schokoladeneis raus. Das wäre cool. Und dann gewinne ich den Kochwettbewerb mit Schokoladeneis. Weil das hat noch niemand im Frühling gegessen. Bicke, backe, bocke, bicke. Nö, das reicht mir. Danke dir. Und das Sashimi mache ich jetzt auch noch. Big Boy Sashimi. Dann lass uns mal die Küche wälzen. Ich hoffe, ich kann mich daran erinnern, was ich machen musste für das Sashimi. Für das Sashimi brauche ich einfach nur ein Fischmesser, Salz und Soja, ja? Du hast ein neues Gericht zubereitet. Schreib ein Rezept. Da-da-da-da. Sashimi. Kann verkauft werden oder kann nicht verkauft werden? Stopp. Aber nicht verkaufen. Ist so... Wenn ich euch jetzt wieder sage, ach, wir sollten unbedingt nochmal Racketeer spielen, wäre das schlimm, wenn ich das nochmal sage? Ich könnte es jeden Tag sagen und es wäre jeden Tag die Wahrheit. So. Okay, haben wir schon mal das? Vielleicht kriegen wir im Laden ja noch, also vielleicht können wir ja im Laden Öl kaufen, Reisbälle kaufen. Mal gucken.
Moonlighter war auch cool. Wir könnten auch Moonlighter spielen. Das können wir mit, das könnte man dann zu Ende, das könnte man auch mal wirklich durchspielen. Ich habe es ja damals nur angespielt. Und fand das sehr gut. Ah, verschlossen, so wie mein Herz. Mary gegenüber. Ist nicht so schlimm. Ja, Racketeer könnte man machen, Moonlighter könnte man machen. Ich mag diese Art von Spielen. Ich hoffe, davon kommen noch mehr. Bist du da kaum rumlaufen, ne? Halt, zumindest am Hafen da. Die Bambussprotten halte ich auch mal auf. Vielleicht kann ich irgendwas noch aus den Bambussprotten machen, wenn ich will alle Stricke reißen. Aber ich meine, ich habe ja jetzt das Sashimi. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Aber es ist vielleicht für den Gourmet nicht geil genug. Ob ich einfach die Schokotorte, die ich gefunden habe, die ich geschenkt bekommen habe, mit zum Kochfest hätte nehmen können? Das hätte ich gerne mal ausprobiert. Mach nicht so schlimm. Gut, dann packen wir das nochmal in den Schrank. Gehen schon mal pennen. Ich bin ganz aufgeregt nämlich, wegen dem Kochfest. Und wir haben echt nichts mehr zu tun. Das ist auch die Wahrheit. Also, wir können doch mal eben die Hühner futtern. Das können wir nochmal eben machen. Nicht, dass die Wichtel das verlieren oder vergessen oder sonst irgendwas damit machen. Das wäre schlecht. Dann gucke ich gleich mal. Ich will auch mal ein Emote bei mir umstellen durch meine Macht. Ich will mal gucken, was da passiert. Das sieht bestimmt witzig aus. Komm, wir machen das mal. Soll ich mal ein Emote ändern eines einzelnen Emotes? Was mache ich denn? Ich mache das und ich mache das schwarz-weiß. Umgedreht. Halloween. Das ist ja geil. Wir nehmen mal das. Sieht man das einigermaßen? Doch, oder? Woher hat er gewusst, wo die Augen sind bei meinem Emote? Schon ganz schön clever. So, leider kriege ich hier keine Milch. Das heißt, ich bin wirklich durch mit dem Tag, okay. Rage-Awusel mit Sonnenbrille. Warum hast du so viele Punkte? Ich meine, das ist auch witzig, mein Gott. Das ist ja nur ein... Da geht's ja um nichts. Vielleicht muss ich die Highlighted Message halt höher setzen, weil das ist halt so... Das soll schon was Besonderes sein, wenn dann... Der Name fett aufleuchtet. Ah ja. So macht das doch Spaß. Auf jetzt. Stopp, Sayo. Stopp. Du willst deine Macht demonstrieren. Auf damit. Das machen das gleich alle. Da habe ich keine Ruhe im Chat. Ich will Ruhe haben. Niemand soll reden in meinem Chat. Das ist das Schlimmste für mich. Kennst du das, wenn Leute reden? Das ist das Schlimmste überhaupt. Ah, oh, andere Menschen. Wenn die mit einem interagieren wollen, auf einer Plattform, wo es ums Interagieren geht. Geht gar nicht. Lassen Sie das. Hm.
Komm mal hier. So, die Wichtel sind noch dabei, ja? Nein, die Wichtel sind nicht mehr dabei. Die Wichtel haben ausgewichtelt. Voll die Säcke. Halt nicht. Dann mach ich das halt selbst. Die gehen zurück zu ihrem Teefest. Ich weiß gar nicht, wie viele Tiere ich habe. Ich glaube, ich habe 7. Das war dafür 5. 6, 7, habe ich doch gesagt. Wird denen erlaubt, nach Hause zu gehen? Gute Frage. Gute Frage. Also ehrlich, Merlin. Nee. Dann machen wir noch die anderen Tiere. Sie sollen ja nicht verhungern. Und dann gehen wir kochen. Ich bin gespannt, ob wir was hinkriegen, was auf dem Kochfest irgendeine Anerkennung bekommt. Den Honig behalten wir auch mal. Keine Ahnung. Da wird er gerade darüber reden. Wenn ihr jetzt was essen könntet, was würdet ihr jetzt gerne essen wollen? Impulsiv. Euer Lieblingsessen? Irgendwas Randommäßiges? Ich will jetzt wissen, was ihr essen wollt. Ich will wieder ein Wasserfall reden. Entschuldigung, ich sag ja schon nichts mehr. Milchnudeln. Ich rede halt gerne. Ich habe nie gute Laune, ich rede trotzdem immer gerne. Aber ich mag das. Ich meine, es ist ja okay, wenn sie talkative sind, aber es ist manchmal, es ist halt der genaue Grad. Es ist halt beim Reden mit den Arbeitskollegen genau der schmale Grad zwischen zu viel und zu wenig. Speckbrot. Krupuk wäre jetzt mega geil. Tatsächlich. Krabbenchips wären mega geil jetzt. Du kannst jetzt nicht losgehen und Krupuk kaufen. Weiß ich nicht. Das ist nicht unhöflich. So, jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Ich gehe jetzt erst kochen und dann gehe ich noch zu den Hühnern. Das ist eine halbe Stunde. Vielleicht haben wir noch Kupuk. Aber wenn nicht, geht es umsonst. Aber du weißt es erst, wenn du es probiert hast. Also, ist gerade so 50-50. Ich versuche deinen Charakter ein bisschen zu bewegen bei Arcage, damit er nicht ausloggt. Oder du sagst, du hast heute genug Arcage. Weiß ich noch nicht. Du musst selber wissen. Einfach da. Spawn's einfach da. Aber du musst dein Boot erst despawnen lassen. So, wir machen mal so. Ja, klar. Du lockst immer da ein, wo du wieder ausloggst. Wo du lockst da ein, wo du ausloggst. Ist doch klar. Du kannst dich irgendwo an den Rand stellen. Völlig egal. Etwas Neues probieren. Wir versuchen. Wie war das jetzt mit dem Eis? Einen Topf brauche ich. Ich hab keinen Topf. Meine Möglichkeiten sind. Nein! Ich kann gar kein Eis machen. Shit! Essigrüben, die könnte ich theoretisch machen bestimmt. Geh mal runter, runter, runter. Entschuldigung. Ah, oh, das mache ich erstmal. Das muss ich mir gleich nochmal diktieren. Dann mache ich erstmal das. Das ist jetzt dumm gelaufen. Kann ich nichts machen mit einem Ei und einem. Und Milch und. Schokolade?
Ich dachte, für Kekse brauche ich einen Mixer. Wegen der Milch und der Butter. Ah, das ärgert mich. Was machen wir jetzt? Also, für die Rübe brauche ich das. Zucker und Salz. Essig, Zucker und Salz. Okay, eine Rübe. We will try. Wird nicht das geilste Gericht werden. Das hat geklappt. Ding. Okay, sieht aber ganz okay aus. Ah, ich weiß, ich würde einfach jetzt etwas machen, was die Jury einfach begeistert. Aber ich weiß halt nicht was. Sie haben sehr limitierte Sachen. Kein Öl. Hey Bahamut, schön dich zu sehen. Alle Rezepte sind mit Topf übrigens gerade, Wächter. Das habe ich. Butter habe ich nicht. Nee, warte mal. Nee, doch, nee, warte mal, stopp. Nee, nee, Küchengeräte, Zutaten, nee, das ist doch das Falsche da. Ja, ist schon wieder hoch. Ich hab kein Öl. Oh, ist das schrecklich. Ich kann nichts machen damit. Habe ich eine Gurke? Ich glaube, ich habe keine. Wenn ich Gurken habe, kann ich das. Und Reisbälle, aber ich glaube nicht. Dann könnte ich das Sashimi verbessern, aber ich glaube nicht. Ne, habe ich nicht. Ich habe Bambussprotten noch zur Not. Wir suchen gerade das perfekte Rezept für das Koch-Event. Heiße Milch. Ah, ich hasse mein Leben, das ist auch ein Topf. Was ist denn da mit Backofen? Süßkartoffeln und Stein. Ne, das habe ich auch nicht. Das gibt's doch nicht! Topf. Okay, da muss halt das. Okay, da müssen wir jetzt entweder die Rübe nehmen oder das Sashimi. Was meint ihr? Grabwächter, was meint ihr? Sashimi oder Rübe? Sashimi 1, Rübe 2. Gibt's da Auflösung oder soll ich dich da am Leben halten? Ja, ja, klar. Also, das heißt, das Sashimi? Na, dann versuchen wir das mal. Was soll schon schief gehen, oder? Übrigens, auch für dich, Bahamun, und für alle anderen. Höchstwahrscheinlich werde ich ab nächste Woche dann auf Englisch, ab anfangen auf Englisch zu streamen. Ich hoffe trotzdem, dass dir das gefallen wird. Ich hoffe trotzdem, dass du das, sehen kannst, magst, möchtest. Aber ich habe das Gefühl, leider, also ist auch die YouTube-Mumien können es vielleicht auch nicht verstehen. Die deutsche Community ist mir einfach ein bisschen zu merkwürdig und wir haben einfach keine vernünftige Fanbase und das sollte nach 2 Jahren. Ich habe das jetzt gut durchdacht und ich kriege auch durch meine, wie gesagt, ich habe es mir gut durchdacht. Das ist so der Tenor
Ich möchte gerne wirklich eine Community haben, die sich auch freut, hier zu sein und nicht nur, weiß ich nicht, Geld hier reinschmeißen, die sich gegenseitig nicht kennen und die auch mich nicht kennen. Das ist mir ein bisschen blöd. Wie gesagt, auch für dich ist das wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig, wenn du auf Discord schaust, wie viele Leute da in den treuen Grabkammern rumhängen und wie wenig du da schon von jemals irgendwo gesehen hast. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde das grundauf auf Englisch machen. Und da ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, weil das lange Farmprojekt haben wir rum. Ja, und das ist, denke ich mal, ein guter Punkt zum Einsteigen. Und zum Neumachen. Ah, okay. Ich hätte das erst machen sollen, nachdem ich alles andere auf der Farm gemacht hätte. Ich schmeiß jetzt so das Heile, alles egal. Wir brauchen das Geld wirklich nicht. Aber ich kann es halt von der Psyche auch nicht mehr. Es ist halt, ich gucke auf Discord und es ist so. Irgendwie habe ich Schmerzen. Und ich weiß nicht warum, ich kann nicht mehr pennen und alles. Das ist halt so ein bisschen, das macht mich einfach komplett kaputt. Und es ist einfach so schade. Nochmal, ich habe es gestern auch erwähnt und auch für alle, die auf YouTube nachschauen. Ich fühle mich im Moment extrem wie der letzte Müll. Und ich fühle mich halt so, als ob ich hiermit einfach gar nichts erreicht habe. Nicht Geld oder so, sondern ich möchte Leute erreichen. Köpfe und Spaß, also wirklich Leuten Spaß bringen. Das, bis gleich, Sayo. Und das ist einfach nicht da und ich sehe das auch in keinem der Community-Teilnehmer. Das ist einfach so extrem schade, weil ich sehe das überall anders auf Twitch und ich mache nicht viel anders im Normalfall. Aber es ist einfach so, wie es ist. Anders. So, muss das Gericht jetzt vorher abgeben? Wie läuft das jetzt mit dem? Ich gehe mal früher hin. Bei meinem Glück habe ich gleich das Essen in der Hand und ich schenke das einfach einem, anstatt das mit einzutragen für den Kochwettbewerb. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist nämlich das letzte Event, was wir haben neben der Hochzeit. Also schnallt euch jetzt alle an, das muss jetzt klappen. Und ab und zu bewege ich mal die Maus bei Sayo. Hallo, wir bereiten das Kochfest vor. Es beginnt hier um 10. Komm doch dann noch einmal vorbei. Wenn du Zeit hast. Ja. Dann bewege ich einmal eben kurz die Maus besser. Jetzt ist es wieder besser. Ja. Ich hoffe einfach, dass es nicht abschreckt, dass es euch nicht abschreckt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bleiben würdet. Für alle, die Lust drauf haben, alle, die ich jetzt nicht ansprechen kann, die haben schon lange keine Lust mehr darauf, aber die wollen weiterhin Geld hier reingeben. Ich denke mal, die werden das auch weiterhin machen, weil die das nicht verstehen. Dass ich jetzt gar nicht mehr auf Deutsch spiele, weil die sich sowieso nie blicken lassen. Das ist ein bisschen schade. Das macht mich ganz. Das macht mich wirklich extremst traurig. Ja. Das ist die Essenz. Außerdem können wir dann ganz tolle Spiele machen. Das ist ja nicht so, als ob das jetzt was Negatives wäre. Weil, dann kann keiner meckern, wenn ich Sachen mache wie Danganronpa oder, keine Ahnung, Corpse Party oder was auch immer. Mir fallen noch 100 andere Titel ein. Wie machen wir das? Hallo. Das Wichtigste ist doch, etwas zu kochen, das die Leute gerne essen. How-To-Festival. Hast du ein Gericht mitgebracht, um am Wettbewerb teilzunehmen, Farmstar? Ja, habe ich. Ja. Farmstar, du scheinst nichts für das Fest dabei zu haben. Bitte bring etwas mit, wenn du kannst. Mhm. Meist esse ich das komische Zeug, das ich koche, selbst. Dies ist ein Tag der Freude. Ugh. Ich versuche mein Bestes. Schaffst du schon. Ahn macht auch wieder mit. Die meisten meiner Gerichte sind ganz einfach zu kochen. Ellie! Ich achte auf die Kalorien. Das weiß ich, das sieht man dir auch an, Ellie. Du bist eine wunderschöne Frau. Hans ist fantastisch. Sie macht immer etwas ganz Herrliches. Okay, und ich gebe ihm jetzt Sashimi. Dafür haben wir abgestimmt, ja. Perfekt.
Du hast dein Gericht mitgebracht, um am Wettbewerb teilzunehmen, befandst du? Ja, hab ich. Nun, dann lass es uns dort hinstellen. Der Gewinner wird durch den Feinschmecker ermittelt. Kann ich ihm sagen, er soll beginnen? Dude. Okay, bitten wir den Feinschmecker, den Gewinner zu küren. Er ist nicht nur ein Feinschmecker, er ist auch übrigens ein classy Typ, weil er ist einfach ein Zylinder. Er ist einfach auch ein besserer Mensch als wir. Durch die sparsame Würzung kommt der wahre Geschmack der Zutaten durch. Das hier ist sehr gut. Ich denke, so redet er. So etwas wie das hier habe ich noch nie gegessen. Das ist gut oder schlecht? Da sind hier, da. Oh, das hier hat genau die richtige Süße. Es ist sehr gut. Meisterlich, wie ich erwartet habe. Schiebung. Das hier ist sehr gut. Es sieht einfach aus, aber es hat einen sehr komplexen Geschmack. Sehr gut. Liebe mein Sashimi, du Sack. Vielleicht ein wenig mehr. Nein, das ist sehr gut, so wie es ist. Ist das jetzt... Ist es jetzt sein Spaß? Ist es jetzt gut oder nicht? Ist es ein gutes, freudiges Gesicht oder ist es ein schlechtes Gesicht? Er sagt eigentlich was Gutes. Es ist sehr gut, so wie es ist. Oder hat er mich mit seiner Meinung verschont? Ist das meine Siegesfanfare? Fragen wir nur den Feinschmecker, wer der diesjährige Gewinner ist. Ja nun, der Gewinner ist Duck. Der wurde bezahlt. Er sagt so, wie ich erwartet habe. Für mein Geld habe ich auch nichts anderes erwartet, als dass ich dich zum Gewinner mache. Schiebung. Scheiß Event. Schiebung. Schiebung. Oder besser, ich habe was anderes. Pass auf, also. You win. Perfect. Ja. Toll. Super. Uff. Ja. Hey, haha. Hast du das gesehen? Tja, mit Kochen verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Also habe ich ihn bestochen und etwas von meinem Lebensunterhalt dafür gegeben, dass ich auch hierbei der Gewinner bin. Okay. Ich vermute, ich bin meinem Papa einfach unterlegen, aber ich werde es nächstes Jahr wieder versuchen. Natürlich habe ich nicht gewonnen. Ich koche sehr gerne, aber vielleicht sollte ich nicht in alles Alkohol tun. Beschwörung. Ist so. Das ist seltsam. Ich habe nur die besten Zutaten genutzt und war der Ansicht, alles sei gut gelungen. Hast du nicht gerade zugehört? Der hat den bestochen. Rigged. Yep. Ich wollte auch teilnehmen, aber Lana reicht immer den Kuchen ein, den ich gut backen kann. Ich habe keinen ausgeprägten Geschmackssinn, daher könnte ich nicht sagen, welches Gericht das Beste war. Auch keine gute Meinung. Das hat Spaß gemacht. Es sind nur immer die gleichen Leute dabei. Nicht, dass ich selbst mitmachen wollte, nein. Okay, ich glaube das jetzt einfach mal, dass ich nicht mitmachen wollte. Charakter bewegen bei Sayo, Vorsicht. Dann freut die sich, wenn der Charakter gleich noch online ist. Das kann ich mal für meine Freundin machen. Die ist wirklich auch super im Fieber für Arcage, also. Und ich verstehe auch warum. Ich meine, wir waren heute auch den ganzen Tag so gut es ging bei Arcage Online. Haben auch gefarmt. Wir haben Gerste gefarmt und Schafe. Wir haben Gerste gefarmt und Schafe gepflegt und gefüttert auf unserer eigenen Farm. Und sind kurz davor, die ersten Handelsreisen zu machen. Das wird sehr interessant und sehr spannend. Für alle, die das nichts sagt, ist es nicht so spannend, aber es ist ganz nett. Am besten ist Karens Aussage. Ja, ich sollte nicht in alles Alkohol tun, vielleicht. Ich finde schon. Ja, in alles Alkohol. Viel. Viel Alkohol. Das mache ich bei unserer... Also, Zeige hat eine sehr berühmte Zwiebelsuppe. Das ist kein Witz. Die macht eine Zwiebelsuppe. Das ätzt euch alles weg. Da verliert ihr jede Krankheit. Das wird Spaß machen, wir haben mega Spaß an Arcade. Das ist wirklich
eines der MMOs. Ich meine, ich habe viele MMOs gespielt, weil ich Rollenspiele mag und weil ich den Gedanken von Multiplayer mag in einem Rollenspiel. Und Arcage ist einfach schon eine gute Mischung aus allen Sachen. Das habe ich rausgefunden. Da sind ein paar Sachen nicht mehr drin in Arcage Unchained. Und da verstehe ich nicht warum. Zum Beispiel das komplette Schmieden und Rüstungsschmieden ist jetzt auf einmal weg, was es in der Vorversion oder in der anderen Version gab. Und ich denke mir so, warum packen die das Feature raus, was am Ende. Warum packen die komplette Berufszweige raus? Das ist doch ein bisschen Quatsch, weil du kannst immer noch alle Materialien dafür sammeln und immer noch die alles andere dafür machen, nur halt die Waffen nicht mehr. Also ist ein bisschen merkwürdig. Aber na gut. Und ja, es ist einfach meine Arcage ist so ein bisschen meine MMO-Erfüllung, wenn ich das so sagen darf. Ja, und Duck ist einfach ein Betrüger. Aber jetzt wissen wir das auch. Hat er den einfach bezahlt? Ich meine, der Gourmet kommt auch nur einmal im Jahr. Wahrscheinlich würden wir jeden Monat einen Feinschmecker-Contest abhalten. Oder, ich meine, einmal in der Jahreszeit. Das wäre ja auch ganz cool, wenn du sagst, okay, jetzt muss es ein Frühlingsgericht sein mit den Frühlingszutaten oder mit den Sommerzutaten und so. Mehr Events zu Harvest Moon. Hashtag mehr Events zu Harvest Moon. Wer ist dabei? Auf jeden Fall, oder? Denk mal, es wäre jeden Monat ein anderer Kochwettbewerb. Für die verschiedenen Spezialitäten der Jahreszeit. Das fände ich so cool. Das wird wirklich so, weiß ich nicht. Dann müsstest du dir jedes Mal überlegen, was nimmst du denn? Und was machen die anderen? Ein bisschen randomisen dann auch, was die anderen machen. Das wäre ganz interessant. Ich fliege irgendwo eine Fliege rum, die macht mich total wahnsinnig. Was haltet ihr davon? Hashtag mehr Events, ja. Einfach, ich fänd's schön. Es ist halt, was ich nicht mag an dem Spiel ist, die Belohnung dafür, dass du dich mit den Dorfbewohnern anfreundest, ist halt so gering. Du kriegst halt die Rezepte. Und die Rezepte sind so, weil die ja für nichts sind. Du kriegst halt die Herz-Event mit den Frauen und das war's. Zu 90% sind das alle Events, die das Spiel hat. Ich meine, klar, das ist aus einem anderen Zeitalter. Das muss nicht so groß sein, dann sicher nicht. Aber so ein bisschen, so jetzt für die neueren Spiele könnte man das schon machen. Also man könnte schon irgendwie, ich finde das zum Beispiel nicht schlimm, wenn es dann halt einfach nur dasselbe Event ist, einfach nur in der anderen Jahreszeit. Ich finde es auch interessant, wenn der Jahreszyklus zum Beispiel größer wäre und nicht in vier Jahreszeiten gespalten wäre, sondern in Quartale. Vielleicht. Wo du dann, wo es auch ein bisschen random wäre, ob dann im ersten Quartal des Jahres, ob man schon was anpflanzen könnte oder nicht. Ja. Dass man dann mehr oder weniger, wir haben ja immer, es ist in Quartale eingeteilt. Entschuldigung, ich meine Vierteljahr, nee. Moment, was meine ich? Ich meine, dass es zwei Monate pro Jahreszeit gibt, mehr oder weniger. Das wollte ich sagen. Es ist schon in Quartale eingeteilt. Hupsi. Wow, ich war noch nicht so weit. Die leiseste Hochzeit der Welt. Okay, dankeschön. Du darfst die Braut küssen. Ich darf, ich muss aber nicht, oder? Mögt ihr beide zusammen ein glückliches Leben führen, Bibü? Das war's? Ist das euer Ernst? Bislang habe ich dich Farmstra genannt, aber jetzt, wo wir verheiratet sind, habe ich daran gedacht, dir einen Kosenamen zu geben. Schatz, Bärchen, Liebling. Es ist das letzte Event von Harvest Moon. Höchstwahrscheinlich die letzte Entscheidung. Liebe Grabwächter, auch wenn hiermit und in den nächsten paar Minuten dieses Spiel enden wird und die zweite Staffel Harvest Moon Back to Nature enden wird, ihr dürft gerne entscheiden, wie mich unsere zwangsverheiratete Mary nennen darf. Also auf geht's.
Bärchen, natürlich Bärchen. Warum frage ich euch überhaupt? Bärchen. Mein Name ist Jeff. Ja, warum nennt ihr mich nicht, Volltreffer. Das wäre ein richtig toller Kosename. Ja. Oder... Das sind richtige Kosenamen. Bärchen. Na gut. Bärchen? Ja, das hört sich gut an. Mhm. Das war eine Blitzhochzeit übrigens. Ich wusste übrigens, wisst ihr übrigens, ich habe mal jetzt gegoogelt gerade, während wir das Hochzeitsevent hatten. Wisst ihr übrigens, dass Harvest Moon, also Mineral Town, das habe ich auch nicht gedacht. Mineral Town liegt übrigens relativ nah zu Las Vegas. Und deswegen geht die Hochzeit so relativ schnell. Guten Morgen, ich bin so froh, dass ich dich geheiratet habe. Die sagt es jetzt immer? Oh, fuck. Oder... Ich glaube, niemand versteht mich so gut wie du, Herzchen. Ich habe mich nicht mehr dran erinnert, wie die Hochzeit war bei Harvest Moon Back to Nature. Aber... Für was, 20 Sekunden Totenstille, Zoom auf die Hochzeit. Abwarten. Du darfst die Braut jetzt küssen. Und dann einfach gehen. Punkt. Ist das Beste, was ich hier gesehen habe. Ja, meine lieben Freunde der wunderbaren Farmspielunterhaltung. Das war's trotzdem. Wo sind die Glückwünsche für diese wunderbare Hochzeit, die ihr mir eingebrockt habt mit dieser Frau, die ich jetzt in der zweiten Staffel ertragen haben hätte müssen. Ich musste sie ertragen die ganze Staffel lang. Also jetzt will ich mal auch ein paar Glückwünsche sehen für diese wunderbare Hochzeit. Ja, Geschenk-Gifts fliegen durch den Raum. So habe ich mir eine Hochzeit vorgestellt. Bits und Höschen werden gegen den Bildschirm geworfen. Ja, keine Socken. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. So eine Traumhochzeit hier bei Harvest Moon Back to Nature. Ja, und ihr nennt und ihr denkt noch, dass ich und ihr sagt noch, dass sie mich Bärchen nennen soll. Das ist ja, so geht das nicht. Ja, wo sind die Pyramiden? Wo sind die Herzen? Wo ist die Liebe? So funktioniert das nicht. In Jahr 50 kann man sich scheiden lassen, stimmt, ja. Die Bratpfanne ist auch gekommen. Siehst du, guck. Die hat 2000 gekostet. Die ist auf jeden Fall genauso viel wert wie meine Frau, was? So. Ja, ich werde noch diesen Tag machen jetzt in Harvest Moon Back to Nature, auch damit es dann gespeichert ist, dass ich diese Frau geheiratet habe. Auch wenn ich daran wahrscheinlich nicht mehr vorbeikomme. Dankeschön, dass ihr diese Staffel Harvest Moon Back to Nature, die zweite Staffel und hoffentlich die letzte Harvest Moon Back to Nature, nee, hoffentlich nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist, einfach hoffentlich, weil wir vielleicht mit unserem Leben alle weitermachen können und vielleicht noch Spaß haben dürfen an anderen Spielen. Ja, danke, dass ihr es ertragen habt, diese wunderbare Reise mit mir zusammen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß mit Harvest Moon. Es ist halt, wie es halt immer ist. Es ist halt entspannt, es ist halt ruhig. Ne? Du bist halt einfach... Du bist halt einfach in dieser kleinen Welt und alles ist nicht so schlimm. Eigentlich nicht. Und das hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Oh, jetzt haben wir sogar die letzte Kuh ist auch groß geworden. Glaube ich. Geben natürlich alle keine Milch, weil am Hochzeitstag wurden sie natürlich nicht gefüttert. Da habe ich das einfach mal ausfallen lassen. Klar. So ist es halt. Aber war schon gut. Die Hochzeit war jetzt zwar so ein bisschen meh, aber nicht so schlimm. Ich dachte auch, ihr freut euch ein bisschen mehr, aber ist auch nicht so schlimm. Wenn ich euch jetzt zwingen muss, natürlich doof. Das war's dann. Nachdem ich jetzt alles gefüttert habe, gehe ich direkt wieder ins Bett um 6.20 Uhr morgens. Das war's dann mit Harvest Moon Back to Nature nochmal.
ein wunderschönes kleines Spiel, wo ich jetzt am Ende dachte, wir sind mehr Grabwächter, wir haben mehr Spaß am Spiel und wir sind einfach eine größere und stärkere Community geworden. Das ist leider nicht der Fall gewesen. Sondern wir haben im Laufe der 7 Monate, wo jetzt Harvest Moon Back to Nature lief, sind wir jetzt wieder so klein geschrumpft, als ob ich gestern mit dem Kanal angefangen habe. Das ist sehr, 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 sehr schade. Und für alle die mich auf diese Reise begleitet haben, danke ich euch. Wie gesagt, eventuell werden wir uns nicht wiedersehen, wenn ihr kein Englisch vertragen könnt. Vielleicht wird auch der deutsche YouTube-Kanal dann komplett sterben, das weiß ich noch nicht, nach 6 Jahren, aber das sind halt so Sachen, die dann eventuell noch auf euch zukommen da draußen. Ich hatte nochmal sehr viel Spaß mit dem Spiel, es ist halt immer das Gleiche, du machst immer das Gleiche, aber es ist auch ein bisschen witzig, denn wir haben ganz tolle Tiernamen gehabt zum Beispiel und es gab noch ein paar interessante Namen, in der Auswahl, auch auf YouTube, da waren noch 2, 3 ganz gute dabei, die ich gerne hier gehabt hätte, aber dann auch irgendwie doch nicht mehr dazu kam. Ja, und damit würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Dankeschön auch für den Raid, Maika, schön dich zu sehen. Das ist zum Beispiel ein Kanal, den ich extremst empfehlen kann, falls man dann Farmspiele sehen will, weiter Content auf Deutsch sehen möchte. Und hallo ihr drei, die ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit ich kann das gar nicht aussprechen, Doriamon, oder wie auch immer der heißt, und Story of Seasons. Ich habe vorhin ein bisschen drüber geredet, ist kein Spiel für mich, ist mir zu tutorialhaft. Das ganze Spiel ist nicht so meins. Kein Hundefutter mehr, das macht nichts. Da warte ich jetzt noch ab, dass die Hühner noch Futter kriegen. Da muss ich nochmal eben bis 12 ein bisschen rumrennen. Ja, wie waren denn eure Eindrücke vom Game jetzt? Das ist so die... Wie waren jetzt eure Eindrücke vom Game? Für alle, die es vielleicht... Also ich denke mal, alle, die wegen Harvest Moon hier sind, sind wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich 100% für das Game hier und nicht wegen dem Typ, der vorsitzt. Welches Game meinst du? Das Game, was du gerade gespielt hast, Doriamon Story of Season, oder wie das heißt. Ich kann es nicht aussprechen. Ich find's schade. Die Grafik ist cool, weil es ist so Wasserfarben Paper Mario Style. Aber das Gameplay scheint so ein dauerndes Tutorial zu sein. Vor allen Dingen jedes Mal, wenn er was aufhebt oder kaputt macht. Das ist ein bisschen viel. Das ist halt ein bisschen schade. Weil an sich sieht es echt gut aus, aber es ist halt die Art und Weise, wie es sich spielt, sieht merkwürdig aus und sieht sehr tutorialmäßig. Es sieht alles aus wie ein Tutorial. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen freue ich mich auf Rune Factory 4. Das sieht ein bisschen... Ich hoffe, es wird besser dann. So. Ja, wir hatten vorhin über Farmspiele gesprochen. Da war das eben Thema. So, das ist alles gut. Danke übrigens auch an die 3, die mitgeratet sind, oder die 2, 3. Danke, dass ihr auch direkt wieder rausgegangen seid. Sehr viel, sehr freundlich von euch. So muss man raiden übrigens. Weiß es einem nichts sagen. Und das ist ein grundlegendes Harvest Moon. Ja, die Grafik ist gut. Und die Kritiker loben es. Also, weil jemand anders sagt, dass etwas gut ist, muss ich sagen, dass es etwas Gutes ist. Wenn jemand sagt, der Film ist schlecht, dann gehe ich nicht ins Kino und mache mir keine eigene Meinung? So, ich weiß nicht, Kritiker, also Meinungen von Kritikern ist völlig egal. Und ihr wisst, welche Leute Reviews schreiben, ne? Das ist ja auch ein schönes Thema. Habt ihr schon mal gesehen, wie jemand ein Review schreibt über ein Game? Der hat 10 Stunden Zeit, dieses Spiel zu spielen. Muss am Ende des Tages irgendeine Meinung machen. Er rusht einfach nur durch die Hauptstory eines Games, lässt alles andere links liegen und schreibt dann irgendwas dazu. Und diese Meinung soll natürlich positiv sein. Guckt euch mal die Game Reviews der letzten 3 Jahre an. Alle Spiele, die rauskommen, haben 10 von 10, 9,8 von 10, 100 Scheißhaufen von 150.
1,5 mögliche Scheißhaufen. Das ist einfach so, okay, jedes Game ist geil. Jedes Game ist das beste Game, was hier rauskam. Und nein, das ist es nicht. Jeder muss sich seine eigene Meinung machen, auch über Filme. Du kannst auf keinen Review mehr irgendwas geben. Also, sorry. Also, jedes guckt mal auf Steam und guckt euch mal die ersten 20 Spiele an, die einfach aufploppen. Jedes Spiel hat es bei den Kritikern geliebt. Ich meine jetzt nicht Indie-Titel, ich meine jetzt... Da ist es halt schwieriger, aber bei jedem Game, was von einer normalen Commerz-Firma rauskommt, das ist auf jeden Fall gut. Das ist 100% das beste Spiel, was jemals da war. Und das ist so, nein, eigentlich nicht. Ich muss Hühnerfutter kaufen. Go! Kritiker ist mir deswegen egal. Grafik finde ich auch gut, ja, aber das Spiel selbst sieht zu Tutorial-mäßig aus. Wenn er dir bei jedem Item sagt, welches Item du aufgehoben hast, und wenn er dir bei jedem Schritt sagt... Das ist so, das ist viel Input. Das ist nicht meine Welt. Das Spiel, das, ich bin ein Spieler, der, wie bei Harvest Moon, da brauchst du, wie bei Mega Man, der sagt dir nicht, du musst nach rechts laufen. Bei Mega Man sagt dir, hier, du bist in der Stage, Vorsicht, Gefahr. Ja, der sagt dir nicht, drücke X zum Springen und A zum Laufen. Das ist nicht nötig. Das musst du selber rausfinden. Und vor allen Dingen musst du das nicht jedes Mal wieder angezeigt werden. Das ist noch schlimmer. Und so. Ich mag das nicht. Um das. Deshalb. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne. Also ich will. Das ist halt. Ich will es nicht kaputt machen, weil es sieht gut aus. Aber es ist halt. Playstyle ist. Playstyle ist halt wichtig. Ja, ich sag ja. Ich sag ja, es ist nicht. Nochmal, ich will das Spiel nicht als Spiel kritisieren, ich will das Spiel kritisieren für die Spielmechanik. Die alltägliche Spielmechanik muss Spaß machen und das ist halt ein Punkt. Musik und so, von mir aus ist so gut. Ich meine, ich habe ein bisschen reingehört und ich habe ein bisschen reingesehen. Es ist musikalisch, das ist gut, es nervt nicht. Es ist halt normale, standard, gute, ruhige Hintergrundmusik für ein ruhiges Spiel, was langsam voranschreitet. Das sollte kein Metal haben. Finde ich auch witzig, aber... Alles ist gut. Ich habe auch nicht gesagt, dass du das nicht mögen darfst. Aber ich sage, es ist mir egal, ob es Kritiker mögen. Ich muss mein eigenes Bild machen. Mein eigenes Bild ist, was ich gerade gesagt habe. Das ist doch nichts Schlimmes. Warum müssen wir uns immer gegenseitig hassen? Ich hasse das. Ich hasse, dass wir uns alle hassen müssen, weil ich keine Meinung haben darf. Ich hab dir auch deine Meinung gar nicht abgeschwatzt, aber es muss jetzt halt so sein. Okay. Wie läuft es mit Mary? Wir sind durch. Ich bin fertig mit allem. Ich war gerade im Abmoderieren. Ihr habt mich zu dieser Zwangshochzeit gebracht, die keiner haben wollte, und ich habe immer noch keinen Schuldigen gefunden, weil wenn ich jemanden frage, nein, niemand, ich habe nicht für Mary ich habe die, also ich will ja auch, dass es auf öffentlichen Toiletten sauber ist. Aber irgendeiner hat es doch geschmutzig gemacht. Ja, aber ich will es ja auch sauber auf öffentlichen Toiletten. Irgendeiner war es und wir haben zwangsgeheiratet, natürlich. Und es hat, ich wusste nicht mehr, wie schwach das Hochzeitsevent ist. Ich habe mich gerade extrem lustig gemacht. Du hast für Mary gestimmt. Warum? Das ist langweiligste Person in Harvest Moon. Die dauert am längsten, glaube ich, von allen Hochzeitskandidaten und die sagt die am wenigsten. Außer, dass sie mich jetzt Bärchen nennt, weil wir es gerade entschieden haben. Und aber es war völlig egal, ob es geheiratet. Ich habe es ja geheiratet, also alles gut. Und die hatte das Frühlingsevent war nett mit ihr, kein Problem. Ich wusste nicht, dass das Hochzeitsevent so schwach war bei Harvest Moon. Wirklich, wir standen da gerade 20 Sekunden lang. Gar nix, keine Musik, gar nix. Auf einmal kommt so eine 5 Sekunden Hochzeitsmelodie. Ja, okay, du darfst die Braut jetzt küssen, dann gehen die raus und es ist fertig. So, wow, geil. Best Hochzeit ever, ey. Es hat nicht mal mehr einer was gesagt, das ist doch die Bebü hat. Was? Du hast jetzt schon Hunger? Gib mir das. Arbeiten macht hungrig, stimmt's? Wurde ich jetzt verurteilt? Darf ich jetzt keinen Hunger haben? Gib mir was zu essen, Frau. Los! Happy, happy! Naja, okay, das war's auf jeden Fall mit Harvest Moon Back to Nature. Nochmal, ich hatte sehr viel Spaß. Und ich fand's immer noch komisch mit Mary, weil ihr habt mir was anderes versprochen. Aber das ist nicht so schlimm. Mary wurde geheiratet. Und, das Event war trotzdem schwach. Aber das wäre mit jeder Frau schwach gewesen, also... Kein Hate gegen die Hochzeit mit Mary, sondern einfach nur so, es hat mich gewundert, dass das doch so eventlos war, das Hochzeiten. Jedes andere Event mit Rick war interessanter. Das soll schon was heißen.
Es tut mir leid. Da konnte ich wenigstens was zu sagen, weil es Dialog gab. Man konnte nichts sagen. Es war einfach da. Es geht jetzt mit Rune Factory los, Maika. Es geht genau jetzt mit Rune Factory los. Achso, wofür? Achso, kannst du trotzdem holen, ja. Danke nochmal an alle. Bye, bye.